Herzlich willkommen bei QSOFU-Tech zu einem neuen Video. Ja, das Thema wurde gewünscht. Erstmal Grüße an den Jonathan. Danke, dass du uns mal wieder einen Vorschlag geschickt hast. Hätten wir ehrlich gesagt fast vergessen, dass wir das eigentlich noch im Petto hatten, dieses Video. Aber ich werde dann am Ende nochmal auf deine anderen zwei Wünsche eingehen, was das betrifft. Aber jetzt erstmal das allgemeine Video. Jeden betrifft es eigentlich. Wir haben massenweise an Kennwörtern. Jedes Portal braucht ein neues Kennwort. Was machen wir denn damit? Also die dümmste Idee ist eigentlich, das Ganze auf einen Zettel zu schreiben und den an den Bildschirm zu kleben, weil dann bringt das Kennwort vielleicht was gegen Online-Gauner, aber es bringt nichts, wenn jetzt zum Beispiel der Bruder oder keine Ahnung, die Mutter oder der böse Nachbar oder was auch immer die Schwippschwägerin daran geht und sieht das Kennwort. Deswegen gibt es einen Passwort-Safe und oder Passwort-Saves allgemein. In Form von einer Softwarelösung. Man kann natürlich, wenn man es technisch realisieren kann, auch das Ganze in so ein Notizbüchchen schreiben und dann in den physikalischen Safe legen zu Hause, wer sowas hat. Aber wir leben ja in einer modernen Welt, das heißt, man möchte seine Kennwörter natürlich auch überall mit hinnehmen. Und da werde ich dann auch noch ein bisschen was zum Thema Cloud und Passwort-Safe sagen. Ja, fangen wir erstmal klein an. KeePass ist die Lösung, die wir heute vorstellen wollen. KeePass ist ein Open-Source-Produkt, also natürlich erstmal kostenlos und natürlich quelloffen. Dementsprechend gibt es natürlich jede Menge Erweiterungen, wie man das Ganze erweitern kann und anpassen kann. Ich stelle heute KeePass nur mal mit den Standardfunktionen vor. Das Ganze gibt es natürlich auch in Deutsch übersetzt. Hier sieht man es, die ganzen Übersetzungen, also mehrsprachig ist es auf jeden Fall verfügbar. Und hier sieht man jetzt auch mal auf der Website die ganzen Plugins, die es dafür gibt. Und es geht sogar so weit, dass man das mit Chrome, mit Firefox, mit Safari, man kann das verknüpfen mit einem Remote Desktop Client, also interessant für Sys-Admins oder mit SSH, also für Linux-Admins, also PuTTY zum Beispiel, kann man das verknüpfen. Es macht auf jeden Fall Sinn, sowas einzusetzen, wenn man mehr damit arbeitet. Es gibt sogar einen Firefox to KeePass Password Importer. Ich denke mal, das Ganze werde ich sogar mal vorstellen, weil das ist halt sehr interessant für die Leute, die jetzt die ganze Zeit schon wie ich im Firefox immer ihre Kennwörter abgespeichert haben, das Ganze mal in eine schöne, durchsuchbare und ja, administrierbare Datenbank zu bringen. Ich denke mal, da lohnt sich es auf jeden Fall mal ein Video drüber zu machen. So, wie kriege ich jetzt KeePass auf dem Rechner? Es gibt einmal eine Installationsversion und es gibt einmal eine Portable-Version. Ich habe übrigens jetzt in dem Video verwende ich übrigens jetzt die Professional, die Classic, die ist halt ein bisschen abgespeckt, aber im Prinzip denke ich mal, die Professional, die ist, denke ich mal, für jeden Anwender machbar und recht gut. Wir machen das Ganze mit der portablen Version, das heißt, wir haben dann einen Ordner, den wir auf einen USB-Stick laden können und können den überall mit hinnehmen oder natürlich auch, was ich schon angeschnitten habe, in eine der Cloud Storages zu legen, zum Beispiel zu Dropbox oder zu OneDrive oder eben auch in die eigene Cloud, wenn man sowas selber gehostet hat. Das Ganze ist natürlich dann auch sicher, aber ich werde dann jetzt gleich mal zeigen, warum das sicher ist. Und ihr kennt mich, ich bin bei sowas immer sehr kritisch, wenn es um Cloud geht, wenn es um externe Anbieter geht. In dem Fall, wie gesagt, kann ich da nur entwarnen und ich würde das auch so nutzen. Ich nutze es auch allerdings mit meiner selbst gehosteten Cloud. Ja, ich habe den Ordner schon mal runtergeladen, entpackt. Das zeige ich natürlich jetzt nicht. Ihr wisst ja, wie das geht, ist eine ZIP-Datei. Und da ich das Video jetzt zum zweiten Mal schon aufnehme, muss ich jetzt erstmal die Datei löschen, die ich hier angelegt habe. Wir öffnen die Exe jetzt in dem Ordner. Und jetzt müsste uns eigentlich gleich ein Einrichtungsassistent entgegenspringen. Macht er nicht, also laden wir es trotzdem runter. Ja, so kann es manchmal gehen. Dann seht ihr wenigstens, wie das richtig geht. Also wir gehen jetzt hier auf Portable. Und jetzt kommen wir hier auf SourceForge. Ja, nicht wundern, mein Internet ist ziemlich langsam. Also das ist immer. Derweil kann ich noch erwähnen, dass ich zu dieser ganzen Private Cloud-Geschichte mache ich auch mal ein paar Videos. Das wird gleich eine Videoserie werden, aber das wird erst was nach der CeBIT.
Georg und ich, wir sind also vom QSO4U-Team der Georg. Wir sind auch auf der CeBIT. Also falls ihr auf der CeBIT sein sollt, weil ihr Sys-Admin seid oder keine Ahnung, vielleicht selber mit der Firma dort seid, könnt ihr uns natürlich treffen. Das wäre möglich. Einfach mal uns vielleicht antwittern oder irgendwie anschreiben. Dann kann man da was arrangieren. Ansonsten werden wir natürlich ein paar Videos von der Gamescom, Gamescom auch, aber es kommt erst noch erstmal CeBIT machen. Ja, jetzt haben wir es runtergeladen, jetzt öffnen wir die Exe-Datei und jetzt müsste uns gleich ein Assistent entgegenspringen. Erstmal wollen wir automatische Updates, ja, das wollen wir. Und jetzt haben wir den KeyPass komplett leer, jungfräulich. Jetzt wollen wir natürlich eine neue Datenbank anlegen, ist ja ganz klar. Die legen wir in das gleiche Verzeichnis mit rein, also hier in den Ordner mit rein. Wir nennen das Ding einfach mal ganz unkreativ New Database. Und jetzt brauchen wir einen Master Key. Das kann entweder ein Kennwort sein, es kann aber auch ein Key-File sein. Ich mache das immer ganz gern mit einem Master Key. Der ist heute mal ganz einfach. Es ist ja auch nur eine Demo. Müssen wir zweimal eingeben. Und da kann man es sich zum Beispiel nochmal ansehen oder anzeigen lassen. Ja, was ich nicht empfehlen würde, ist Windows-User-Account, denn dann ist man eben alles andere als flexibel. Und dann gehen wir hier mal auf OK. Jetzt könnte man hier noch ein bisschen was an der Database, noch ein paar Datenbankinformationen dazugeben. Ist eigentlich alles nicht notwendig. Ist ein Kann. Man kann hier Komprimierung einstellen und man kann hier einstellen, wie es aussieht, wenn man das Ganze löscht, wenn man Daten in der Datenbank löscht. Und aber alles erstmal für den normalen Anwender unwichtig. Jetzt gehe ich auf OK. Jetzt ist die Datenbank erstellt. Jetzt haben Sie hier schon mal Beispieldateien installiert oder Beispielpasswörter. Das ist sehr gut, weil damit können wir natürlich gleich mal arbeiten. So sieht das Ganze aus, wenn Beispiele drin sind. Hier links habe ich so einen Strukturbaum, da kann ich mir selber Gruppen anlegen. Das machen wir jetzt mal. Wir tun uns einfach mal eine Gruppe anlegen. Das geht ganz einfach. Wir nennen das jetzt einfach mal QSO4U Services. Die Gruppe kann ich auch ablaufen lassen, wie alles. Also ich kann Passwörter ablaufen lassen, Gruppen ablaufen lassen. Und jetzt gebe ich der Gruppe einfach mal hier einen, ja, Tux-Pinguin. Ich kann ihr natürlich noch Notes hinzufügen und so weiter und so fort. Gehe auf OK. Und ich möchte das vielleicht dann auch ja, on top haben, weil das das Wichtigste ist. Und jetzt kann ich in diesen Ordner rein. Also gut, ich sage dazu Folder oder Ordner. KeyPass sagt dazu Gruppe, aber gut, jeder wie er möchte. Ich sage dazu Folder und jetzt kann ich in diesen Folder eben ein Passwort abspeichern. Einen Zugang, den nenne ich zum Beispiel QSO4U Website und das ist jetzt die Bezeichnung, über den ich ihn auch finden kann. Jetzt gebe ich hier zum Beispiel meinen Benutzernamen ein, Steffen Kolb. Dann wird mir hier unten gleich ein Kennwort generiert. Also KeyPass auch immer schön bei Registrierungen im Hintergrund laufen lassen, weil dann braucht man keinen Passwortgenerator, sondern kann da einfach hier dieses Kennwort kopieren. Das ist sicher und das hat KeyPass generiert. Und dann brauche ich einfach nur noch die URL hier unten einzufügen. Nämlich qso4u.com. Jetzt kann ich hier unten in den Notes noch hinzufügen, keine Ahnung, Mailadresse zum Beispiel. Also da kann man dann noch zusätzliche Informationen. Es gibt ja mal zig Sachen, die man da noch mitbekommt bei einer Registrierung. Irgendwelche Hinweise, kann man alles da reinpacken, alles kein Problem. Dann gehe ich mal auf Advanced. Bei Advanced kann man nämlich auch noch andere Felder, also man kennt es, die Sicherheitsabfragen etc. und so weiter. Das kann man hier alles einzeln nochmal eintragen. Es geht sogar so weit. Hier unten, ihr seht schon Attachments, also ich kann sogar PDFs anhängen, irgendwelche Keyfiles für SSH-Sessions oder ja für Zertifikate irgendwie von Webseiten, damit man da drauf kommt. Kann man alles hier mit anfügen, wird alles mit in die Datenbank eingearbeitet. Man kann natürlich hier auch Tags vergeben, also Schlüsselwörter, um das besser zu finden. Und ja, es gibt dann natürlich auch eine Historie, auf die ich dann zurückgreifen kann. Ja, jetzt ist die ganze Geschichte eingetragen. Ich arbeite bei KeyPass generell mit der Suche. Ich arbeite damit jetzt schon seit 5 Jahren. Da habe ich einige hunderte Zugänge drin und ich gehe natürlich nicht immer in den Folder rein und sage, oh, jetzt brauche ich dieses Kennwort hier aus dem Folder, sondern ich gehe hier auf die Datenbank und ich sage dann einfach Search und gebe hier zum Beispiel QSO4U ein und dann erscheint der
ja, erstmal natürlich die Gruppe oder der Folder und dann natürlich auch der Zugang, den wir gerade erstellt haben. So einfach geht es im Prinzip, so kann ich meine Passwörter verwalten. Jetzt gibt es natürlich noch die Möglichkeit zu sagen, okay, erstmal natürlich die Datenbank abspeichern über die Diskette, ganz wichtig. Und jetzt möchte ich zum Beispiel das Kennwort beim Login oder was auch immer reinkopieren. Das geht ganz einfach, Rechtsklick, Copy Password und da gibt es jetzt einen Trick. Oder da gibt es ein Sicherheitsfeature. Ich mache mal Notepad auf. Und jetzt kann ich das hier reinkopieren, natürlich geht es, aber ich kann es nicht unendlich lang reinkopieren. Und jetzt war mal viel zu langsam, deswegen funktioniert es jetzt nicht mehr. Ihr seht es hier, ich muss mit Rechtsklick reinkopieren, damit ihr das seht. Also Copy Passwort. Jetzt gehe ich hier ins Notepad. So, und jetzt warte ich ein bisschen und laber ein bisschen. Es ist natürlich sinnvoll, sag ich mal, wenn zum Beispiel man den PC verlässt, hat den Passwort-Safe geschlossen und wenn dann das Passwort noch in der Zwischenablage liegt, ist es natürlich dumm, ne? So, jetzt haben wir ein bisschen gewartet, jetzt ist es abgelaufen und jetzt kann man es nicht mehr einfügen. Also es das heißt also, man hat da auch eine gewisse Sicherheit eingebaut, wenn man eben mal nicht am PC ist und man hatte das in der Zwischenablage, dass nicht ein Fremder hergeht und sagt, so, jetzt kopiere ich mir das Kennwort. Das geht dann natürlich nicht mehr. So viel zum Thema Sicherheit. Die Datenbank ist natürlich verschlüsselt und jetzt seht ihr auch schon, warum ich darauf hinaus wollte mit Cloud und so weiter. Kaspersky und wie sie alle heißen, McAfee übrigens jetzt auch, bieten das Ganze natürlich aus der Cloud heraus an. Ist natürlich verlockend, weil man sagt, okay, man hat bei diesen Anbietern seine Zugänge und kann dann überall drauf zugreifen und das natürlich auch aus der Cloud. Das habe ich hier auch. Ich kann einfach mein bestehendes Dropbox-Konto hernehmen und kann da diesen Ordner reinkopieren. Ich schließe hier mal alles. Der ist sehr, sehr klein. Also wir haben hier eine Datenbank im Moment, also die Installationsdateien plus Datenbank, muss man dazu sagen. Also die Exe, die ausführbaren Dateien plus die Datenbank sind gerade mal 4,37 Megabyte groß. Ich nutze es ja schon seit, ich schätze mal 5 Jahren, und da ist meine Datenbank vielleicht 20 Megabyte groß. Also ihr seht, das sind alles Peanuts. Die kann man selber in sein eigenes Cloud-Laufwerk reinlegen und man kann immer drauf zugreifen. Ich brauche mir, weil es Open Source ist, keine Gedanken zu machen, verletze ich da irgendwelche Lizenzbestimmungen oder sonst was. Ich muss es nicht aktivieren. Die Daten liegen dort sicher und nicht bei irgendeinem Anbieter, der das vielleicht entschlüsseln kann, wie zum Beispiel Kaspersky oder wie sie alle heißen. Aus meiner Sicht im Moment eines der sicheren Geschichten, sichersten auf dem Markt und vor allem natürlich günstigsten, weil es kostet mich nichts, außer ein bisschen Aufwand. Hält sich aber auch in Grenzen und jetzt kann ich damit machen, was ich will. Und hier sieht man dann zum Beispiel diese KDBX-Datei und das ist diese Datenbankdatei, die ist gerade mal 3 Kilobyte groß, aber wir haben ja noch nicht viel drin gespeichert. So, ich habe das Ganze jetzt mal bewusst einfach beendet. Und jetzt können wir sagen, okay, wir öffnen KeePass einfach nochmal neu. Das wäre jetzt der Ausgangszustand. Ich bin an einem Rechner, wo mein Cloud-Konto drauf ist und jetzt kann ich darauf zugreifen. So, jetzt fragt er mich natürlich nach dem Master Key. Hier hat er schon mal die Datenbank ausgewählt. Das sieht man hier oben. Und jetzt gebe ich meinen Master Key ein. Und jetzt komme ich in meine Datenbank wieder rein. So einfach geht es vom Prinzip her. Ja, also man kann es natürlich noch ein bisschen, ja, man kann natürlich hier auch zum Beispiel Passwörter generieren. Das kann ich vielleicht nochmal zeigen kurz. Das ist natürlich auch eine nette Geschichte, aber wenn ich den Zugang eh hier eintrage über Rechtsklick, dann macht es natürlich Sinn, hierüber zu arbeiten. Aber es gibt auch einen Passwortgenerator und man kann sich das Ganze natürlich hier auch schön anpassen und machen und tun. Also ich finde es eine sehr gelungene Lösung. Hier kann man zum Beispiel eine Sprache hinzufügen. Gibt es ja auf der Website, kann man sich runterladen, wenn man es nicht in Englisch haben möchte. Also ihr seht, es ist wirklich sehr, sehr umfangreich und man kann sehr viel damit machen. Man kann das Ganze natürlich auch synchronisieren. Ja, und ich glaube, damit ist deine Frage beantwortet, Jonathan. Und alle, die noch ein bisschen was wissen wollten über, wie speichere ich sicher meine Kennwörter ab, die haben jetzt auch was dazu gelernt. Für Linux-User soll gesagt sein, das Ganze geht natürlich auch auf einem Linux-Betriebssystem. Und ich denke mal, das ist hinreichend beantwortet. Ich werde mal gucken, vielleicht können wir auch die anderen Produkte mal vorstellen. Aber
ich sag mal so, bis jetzt steht eigentlich mein Favorit fest. Die anderen sehen natürlich alle ein bisschen schicker aus, das gebe ich zu. Das ist oftmals bei Open Source Software, die ist halt einfach, wie soll ich sagen, zielgerichtet und die legen keinen großen Wert auf schönes Design und Layout und so weiter und schöne Icons und bunte Bildchen. Aber ansonsten macht die Software eigentlich das, was es soll und das macht sie auch ganz gut und sicher und schnell. Ja, also eigentlich nur mein Tipp, probiert's mal aus, ist kostenlos und ihr werdet merken, ihr habt in, sagen wir mal, kürzester Zeit sehr, sehr, sehr viele Zugänge dort eingetragen und natürlich ihr habt ein Stück weit euer Online-Leben auf eine sichere Stufe gehoben. Denn dadurch, dass ich bei jeder Plattform ein anderes Kennwort verwende, kann halt nicht so schnell der Super-GAU passieren. Der Super-GAU ist zum Beispiel, ich melde mich mit meinem eBay- und PayPal-Konto, melde ich mich in einem Forum an, das Forum wird gehackt und dadurch hat natürlich der Gauner mein eBay- und mein PayPal-Konto. Und glaubt mir, das sind die ersten Geschichten, die ein Hacker ausprobiert. Er möchte ja Geld verdienen oder möchte, Geld verdienen ist gut, er möchte Geld damit machen und dann probiert man natürlich erstmal bei den einschlägigen Seiten, Amazon, eBay, PayPal, ob man da reinkommt. Und wenn das der Fall ist, dann freut er sich natürlich. Dann kann er einkaufen, dann kann er Geld ausgeben auf eure Kosten und das wollt ihr natürlich nicht. Deswegen meine Empfehlung, entweder mit so einem Passwort-Safe oder man muss sich halt das Ganze merken, was natürlich sehr schwierig ist. Passwort-Safe ist halt eine schöne Angelegenheit, um sehr viele Daten Sätze abzuspeichern. Gerade ich als Sys-Admin, ich habe so viele Zugänge und habe auch so viele Foren, wo ich mich registriert habe und so viele ja, Dienste, die es so im Web gibt. Und da macht es dann für mich auf jeden Fall Sinn, so ein Tool einzusetzen. Und da komme ich dann einfach besser mit zurecht. Gut, haben wir mal wieder einen Abstecher in Richtung Sicherheit gemacht. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Video wieder mit von der Partie. Wenn ihr Vorschläge habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein, wir lesen alles durch und antworten auch gegebenenfalls in einer angemessenen Zeit. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Steffen Kolb von Kurs OFU Tech.